Ja, nochmals hallo miteinander. Klingt das schon ein bisschen hoffnungsfroher als die ganze Bankdiskussion? Ich meine, es klingt alles sehr, sehr toll, aber ich bin jetzt ein bisschen Spielverderberin. Wir sind ja nicht nur Papier da. Ich komme von der WOTS, ich weiß, dass Kollektivarbeiten Spaß macht, aber sehr oft auch sehr viel Ärger verursacht. Deshalb meine erste Frage gerade an dich, Tina. Es sieht toll aus, aber gibt es überhaupt keine Probleme, wenn so viele Menschen miteinander einfach mal anfangen? Ich denke, Ernten ist immer lustig und fröhlich, aber es gibt ja noch Arbeiten, die vermutlich nicht alle immer so gerne machen. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Partizipativ ist aus dem Grund nicht wirklich, wie unsere Wirtschaft oder allgemein Politik läuft, weil es einfach extrem aufwendig ist und man hat sehr viel zwischenmenschliche Herausforderungen, sage ich mal. Und trotzdem, langfristig bildet sich eine Gruppe, die mit Energie dahinter steckt und es zieht irgendwie doch. Also für mich ist das kein Grund, das nicht so zu machen, weil es ist so viel Wissen und Energie vorhanden. Dass das irgendwie. Aber gibt es da vielleicht Ratschläge, wo man vielleicht sagen kann, ihr müsst diesen Fehler nicht machen? Genau. Dann ist es schon mal einfacher. Ja. Genau, ich muss sagen, wir haben ein paar sehr gute Leitungspersonen, die mit gewaltloser Kommunikation und extrem viel zuhören und Empathie damit umgehen. Also einfach mal, um zu sehen, was ist im Raum vorhanden, was sind die Bedürfnisse von jedem und dann möglichst einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also die Frage, wie wird das Ganze geleitet, von wem oder von welchen Personen, es kann auch eine Gruppe sein, macht sehr, sehr viel aus. Also viel Partizipation bei einer klaren Strukturierung in diesem Sinne. Klaren Strukturierung oder ja. Nadine, ich denke, bei euch stellen sich ähnliche Fragen. Da wollen ja auch vermutlich verschiedene Leute mitmachen, aber es gibt auch Ansprüche, nehme ich an. Wie geht ihr damit um? Ja, manchmal empfinde ich so diese Kombination, also eigentlich diese politische Bewegung und die Landwirtschaft als Gegensatz. Und das ist zwar darum, weil die Landwirtschaft so ein Kulturgut ist, ein sehr lange weit entwickeltes Kulturgut, das mit Land zu tun hat. Mir fällt immer wieder auf, der Zugang zu Land ist eigentlich eines der heikelsten und wichtigsten Themen und das schon seit Urzeiten. Und manchmal diese Kurzlebigkeit von politischen Ideen, von der situativen Gelegenheiten und dann die Landwirtschaft, die über Jahre, das ist ein fruchtbarer Boden, funktioniert erst über Jahre, das ist so ein Gegensatz. Und also diese Frage so mit dem Zwischenmenschlichen und Sozialen, also ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ich denke, da kommt man an ganz neue Herausforderungen, die aber sehr spannend sind anzugehen. Martin, bei dir haben wir jetzt vor allem mal über diese neuen Produkten gehört. Meine Frage, wo werden dann die Kleider produziert? Weil ein großes Problem, das man ja hat, ist, dass man sehr viele tolle Materialien hat. Aber gerade wenn ich zum Beispiel bei Switcher was kaufe, merke ich dann plötzlich, oh, die produzieren trotzdem in China. Das kann es ja nicht sein. Wie geht ihr damit um? Wir haben ein Ziel, dass wir das in der Schweiz produzieren. Wir produzieren allerdings noch nicht. Wo produziert ihr jetzt aktuell? Oder also gar nicht? Wir sind bei den Halbfabrikaten. Ja. Wir haben diese Hose wir haben Schweizer Partner. Eine Partnerin ist Claudia Güdel, die ist in Zürich und in Basel mit ihrer Marke Güdel, Claudia Güdel unterwegs und macht Damen- und Herrenmode. Aber sie, ehrlich gesagt, produziert auch in Osteuropa. Es ist ein hartes Stück, dass wir brauchen auch noch Investoren, überzeugen können, dass man in der Schweiz produzieren kann. Und der Trick dazu ist eigentlich, den Ertrag dort hinzubringen, wo eben auch Arbeit geleistet wird. Das heißt, eine Hose, sagen wir 100 Franken, die muss alle erforderlichen Arbeiten, dieser Ertrag muss alle erforderlichen Arbeiten abdecken. Und das beginnt vorne beim Bauen und hört hinten beim Verkauf auf. Heute ist es so, dass vor allem der Verkauf garniert. Also die,
Geschäfte, an den teuren Geschäftslagen, die brauchen sehr viel von diesem Ertrag. Und die Ersteren ganz vorne, vom Samen über die Pflanze bis und mit dem Stoff und dem fertigen konfektionierten Stück, die kommen oder müssen mit vielleicht 5-10% auskommen. Eine Jeans heute kostet regulär im Einkauf, wenn sie verkauft wird für 130, kostet die etwa vielleicht 5-10 Euro oder Franken. Und das ist die Ungerechtigkeit und wir verteilen eigentlich dorthin, nehmen das vom Verkauf weg und verteilen dorthin, wo eben auch die Arbeit geleistet wird. Und damit können wir auch Produktion in der Schweiz finanzieren. Also es wäre auch für Bauern ohne Subventionen heute schon interessant, Flachs oder Brennnesseln anzupflanzen. Wir haben die Masse noch nicht, also, aber wir haben Vertragslandwirtschaft im Emmental und im Entlebuch. Und für die Nestel in Norddeutschland, die Schweizer Bauern haben sich noch nicht getraut, für Nestel ihr Land herzugeben, weil man bringt sie dann fast nicht mehr weg. Aber diese Bauern ja sehen darin absolut eine faire Erwerbsmöglichkeit, die ihnen in der Diversität eben ein weiteres Produkt bringt, um selbstständig über ihre Arbeit, über ihr Land, über das, was daraus werden soll, und daraus gewonnen wird, selbst zu entscheiden und nicht von Subventionen abhängig zu sein. Es ist eine Befähigung, eine Selbstständigkeit zu genießen. Jetzt eine Frage an euch zwei. Eure Modelle, ist das die Idee, dass man irgendwie längerfristig die Landwirtschaft insgesamt oder die Lebensmittelversorgung der Schweiz insgesamt nach einem solchen Modell umgestalten könnte? Oder seht ihr euch auch längerfristig so als Nischenplayerin? Wer möchte anfangen? Ja, im Moment hat es auf jeden Fall die Aufgabe zu sensibilisieren, das Thema überhaupt anzusprechen. Und wir schaffen einen Bezug, weil das, was normalerweise 20 Kilometer weit entfernt passiert, passiert vor deiner eigenen Haustür. Und da passiert sehr viel, also als Prozess. Die Rolle haben wir im Moment. Was aber wirklich spannend ist, wenn es wirklich um die Produktion und Ernährung geht, sind diese CFA. Also das finde ich ein sehr vorbildliches Modell, dass man mit der Agglomeration zusammenarbeitet, die weiterhin als Produzenten nutzt und wir als Konsumenten eine Zusammenarbeit haben. Also die Idee, dass man quasi jetzt gerade von Basel ausgehend mit der Agglomeration die Bevölkerung ernähren könnte, das wäre möglich, deiner Meinung nach? Ich habe es nicht genau berechnet, muss ich zugeben. Anbauschlacht ist auch nicht die ideale. Klingt für mich ein bisschen nach genau. Anbauschlacht 2.0. Ja, das ist nicht wirklich das Ziel. Wir haben natürlich Aspekte davon, eine andere Motivierung und Motivation. Uns fehlen noch Zahlen. Das sind eben die ersten Fragen, die kommen. Wir merken, wir sind ganz am Anfang von diesem Prozess. Ja. Martin, du wolltest uns noch? Du erlaubst, dass ich mich auch über andere Produkte als nur Textiles unterhalte. Urban Farming und Vertragslandwirtschaft hat sehr viel mit Identifikation zu tun und unsere Produkte natürlich auch. Aber es geht darum, dass wir lustvoll genießen und dass wir eben die Freude am Produkt, Freude am Lebensmittel, Freude am Kleidungsstück wieder entdecken und genießen dürfen. Und die Freude kommt im Wesentlichen damit, dass wir eben wissen, woher es kommt, wie es entstanden ist, was das Schicksal von den Menschen ist, die mit diesem Produkt wirtschaften. Und dass wir Freude empfinden, dass es diesen Leuten eben gut geht, weil wir eben selbst auch eine Wertschätzung empfinden gegenüber diesen Leistungen. Und daher ist es nicht vergleichbar mit, oder nur beschränkt vergleichbar mit der Anbauschlacht. Anbauschlacht war in der Not und es war einfach, es ging darum, dass wir ernährt sind. Oder? Dort sind wir noch nicht angekommen, zum Glück. Also es ist kein Trainingslager für die Not, die vielleicht einmal kommen wird? Nein, wir versuchen ja die sanfte Landung, oder? Und wir hoffen nicht, dass wir in diese Not kommen.
wo wir unbedingt müssen. Aber wenn wir mit Lust und Attraktivität eben arbeiten können und einen Markt aufbauen können und Leute zusammenfassen können, die das tatsächlich nachfragen und auch bereit sind, einen oder zwei Makel zu tolerieren, entgegenzunehmen und nicht verwöhnt tun, oder? Dann haben wir diese Nachfrage und dann haben wir mit dieser Nachfrage auch den Grund und Boden im übertragenen Sinn, um solche Produktionen im großen Maßstab führen und verantworten zu können. Ja, um auf die Frage zurückzukommen. Also ich denke, es ist ein Modell für unsere Gesellschaft. Es ist ja auch das Interessante, das haben wir bei der Gründung des Verbandes auch gemerkt, dass diese Projekte so individuell sind. Also es ist wirklich möglich, Interessensgemeinschaften zu bilden, also Communities zu bilden, die am gleichen Strick ziehen. Die gewisse Basis, die ist in unserer Zeit in vielen Bereichen eigentlich schon da, aber dann die kleinen Nuancen, die es dann auch spannend und angenehm machen für die einzelnen Bedürfnisse der teilhabenden Leute, denke ich, ist diese Art von Gemeinschaften jetzt mal nicht nur auf die Ernährung bezogen, sehr sinnvoll. Wie weit das möglich ist oder deckend ist für die Gesellschaft, frage ich mich. Man hatte so Zahlen, zum Beispiel eine Are für ein Abo, wenn es um das Frischgemüse geht, wenn es um verschiedene landwirtschaftliche Produkte geht, 10 Aren pro Abo. Aber das sind noch sehr grobe Zahlen, die man hochrechnen könnte. Aber vielleicht sind es einfach Oasen, die gebildet werden können im Moment oder gebildet werden wollen. Ich habe mich nur gefragt, ich meine, mir gefallen natürlich diese Vorstellung, dass man die Rohstoffe hier in der Schweiz anbaut, aber gibt es da nicht irgendwann einen Punkt, wo es eine Konkurrenz gibt? Ja, das wünschen wir uns, ist gut. Ja. Ach so. Ja, da wird, haben wir einen anderen Spezialisten im Raum, aber ich darf ihn zitieren. Wenn wir die Verschwendung eindämmen, und das ist ein wesentlicher Teil, wir hatten in anderem Zusammenhang und in den Medien auch festgestellt, dass ein Drittel der Nahrungsmittel schlichtweg verschwendet wird. Und im Konsumbereich haben wir natürlich noch eine krassere Verschwendung. Also das, was wir durchlassen an Kleidern, an alltäglichen Gebrauchsgegenständen, die wir nicht reparieren, nicht flicken, Knöpfe nicht annähen, Elektronik nicht löten, sondern wegschmeißen, wenn sie einmal kaputt sind. Wenn wir all diese Verschwendung rausnehmen, dann reicht es nicht nur in der Schweiz, sondern auch global. Ich sehe die Zeit, die drängt. Ich würde hier gerne das Podium öffnen. Wo gibt es Fragen? Entschuldigung, wenn ich Sie da nicht sehe, es ist wirklich ein bisschen schwierig mit dem Scheinwerfer. Da vorne hat es eine Wand. Also ich bin zwar kein Permakulturdesigner, aber Permakulturdesign infiziert. Und ich habe die Frage, inwiefern sind die ökologischen Vorhaben beabsichtigt? Also es gibt, ich sag mal, am Beispiel der Brennnessel. Die Brennnessel ist ein Lieferant für alternative Rohstoffgewinnung in der Kleiderindustrie, aber die Brennnessel ist zugleich auch ein Stickstoffanzeiger. Sprich, wenn man jetzt sagt, okay, wir bauen jetzt statt Korn Brennnesseln an, dann ist das schon mal eine gute Richtung. Aber inwiefern heißt es dann, ja gut, jetzt müssen wir schon wieder Stickstoff in den Boden einfügen, etc. etc. Also es gibt da gewisse Komplexitäten, wo dann auch wiederum die einzelnen Interessen miteinander konkurrieren. Ja, aber Matthias, Stickstoff ist kein großes Problem, wenn wir Stickstoff nachfügen müssen. Da haben wir genügend. Stickstoff kommt aus Urin, Stickstoff kommt aus Fäkalien, das können wir, oder? Also wenn wir die füttern müssen. Es gibt andere Stoffkreisläufe natürlich, aber was ich lieber beantworten möchte ist, wir folgen den Kräften der Natur. Die Nessel ist eine Pionierpflanze, die wächst praktisch sehr anspruchslos überall. Und wenn es dann zu wenig hat für die Nessel, dann fügen wir das noch mit Leichtigkeit dazu. Aber es ist ein Prinzip, also wenn wir mit diesen Rohstoffen arbeiten, wenn wir Vertragslandwirtschaft und Urban Gardening drin haben, dann folgen wir den Kräften der Natur.
und wir schließen die Kreisläufe in einem ganz überblickbaren, engen Rahmen. Wir können diese Kreisläufe sogar ablaufen, selbst, oder? Wir können in Basel dorthin gehen, wo die Rüben wachsen oder wo der Fenchel wächst, und wir können sogar dorthin gehen, wo die Erde herkommt, die in diesen Containern gelagert ist. Ihr könnt alles eben auch erklären. Und es sind natürliche kleine Kreisläufe, die das gute Gefühl auch vermitteln, nichts zu provozieren, das nicht provoziert sein sollte. Also nichts aus dem Boden zu stampfen, das eben im Boden bleiben sollte. Sondern wir hängen an einem natürlichen kleinen Kreislauf, der uns die Natur zur Verfügung stellt, damit wir uns an ihm temporär beteiligen. Und mit der Nessel ist das genauso. Und die Nessel wächst jetzt tatsächlich an sehr unwirtlichen Standorten wie an Stickstoffrei und auch an in Monokulturen, aber das wollen wir nicht. Ich hätte auch eine Frage und dann gebe ich es weiter. Okay. Zwar einerseits von der Organisation, aber ich glaube auch trotzdem. Wart ihr vorher, als ihr auf die Alternative angesprochen wurdet, wart ihr da nicht ein bisschen zu lieb oder zu freundlich in Anbetracht von dem, dass es fraglich ist, ob die Landwirtschaft, wie sie heute ist, so energieintensiv, wie sie ist, ob das in Zukunft überhaupt noch geht? Müsst ihr da nicht ein bisschen kämpferischer sein? Um den Raum für solche Projekte überhaupt zu haben. Ist das die kämpferische Sein um? Nee, bezüglich Öffentlichkeitsarbeit. Also wenn man euch fragt, wieso dass ihr das macht, wenn eine Zeitung kommt, wenn Susan euch fragt, wieso dass ihr das macht, dass ihr quasi nicht auch darauf hinweist, dass ihr ein Umdenken nötig ist. Also dass ihr quasi wirklich eine Alternative sein möchtet und dass ihr da Pionierarbeit leistet, irgendwo dort, anstatt zu sagen, ja, es ist quasi noch schön, so in Gemeinschaft und... Mhm. Also ich muss da schon sagen, also jetzt gerade bei dem Gemüsekorbsystem spürt man extrem viel Umdenken. Also die Leute sind bereit, ein ganzes Jahr lang einen Korb, der für sie bereitgestellt wird, mit dem Gemüse, das geplant wurde, das geerntet wurde, dieses jede Woche zu verarbeiten. Ich finde, das zeigt ein sehr großes Bewusstsein, eine sehr hohe Flexibilität, die da mitgebracht wird. Und es ist ja so, die Ernährung ist ja ein schwieriges Thema. Ernährung ist sehr schnell privat und eben niemand möchte sagen, wie viel Fleisch er wirklich selber gerne essen möchte. Und ich denke, daher ist das eine sehr große Öffnung, die sich da zeigt. Ich möchte zurückkommen auf die sanfte Landung, die da vorbereitet wird. Einerseits die Frage, gibt es Berechnungen, ob genügend Fläche da ist überhaupt, um die Bevölkerung zu ernähren, also quasi eine Ernährungssouveränität zu erlangen? Und das andere ist, was passiert, wenn es ganz schnell geht, wenn die Landung nicht so sanft ist? Sind wir da, also ja, das knüpft vielleicht wieder an der Bemerkung von meinem Vorgänger, müsste man da nicht viel mehr jetzt Publizität machen und wirklich das Bewusstsein zu fördern, dass es vielleicht ganz schnell geht, dass wir nicht so sanft landen. Wäre schön, wenn wir sanft landen, aber vielleicht ist das nicht so. Das ist, je nachdem wer fragt, sagt man das. Also ich merke, wir sind so am Anfang von dieser ganzen Bewegung. Am Anfang durfte man das gar noch nicht groß erwähnen und mittlerweile reden wir von Erdölknappheit respektive, dass es gar nicht mehr gibt, etc. etc. Also da muss man wie auch vorsichtig sein, was man wem sagt, dass nicht schon von Beginn an eine Barriere entsteht. Zur Zahl, ob wir genügend Fläche haben, die Frage ist, wie bauen wir an? Wenn wir weiterhin so anbauen, wie wir es kennen, wird es schwierig. Aber da gibt es verschiedene Systeme wie Permakultur, wo man stapelt, essbare Wälder macht, andere Fruchtfolgen folgt. Also die Frage ist, was wollen wir und wie machen wir es? Und ich glaube, es wird nicht so aussehen wie heute. Darf ich auch mal eine Antwort geben? Ich habe das mit meiner Klasse oder mit einer Klasse durchgerechnet, am 7. Beispiel des Kantons Aargau. Und es hat nicht gereicht,
du hast recht, wenn man es so betrachtet, wie man es heute tut. Also für alle Bedürfnisse, die wir im Alltag haben, inklusive die ganze Palette von Baustoffen aus dem Boden stampfen oder aus dem Boden gewinnen, reicht es bei weitem natürlich nicht. Und hier ist halt auch noch Innovation gefragt. Und es gibt fantastisch anmutende Hochhäuser mit mehrstöckigen Gärten. Singapur hat das zum Beispiel auch vorgemacht, die hohen Gärten. Aus der Platznot heraus, die Singapur hat. Oder? Die haben ja nichts anderes als nur ihre Stadt. Und die haben es geschafft, tatsächlich, nicht nur fürs Auge, sondern auch für den Mund Gärten in die Höhe wachsen zu lassen. Ist ja an sich auch natürlich. Hightech braucht es da dann zum Beispiel, um die Photosynthese eben zu unterstützen, um genügend Licht einzubringen. Und, aber wir sind da noch lange nicht am Ende der Weisheit angekommen. Da müssen wir noch, aber wir können auch. Darf ich ganz schnell eine ketzerische Frage stellen? In Singapur, die brauchen nicht mehr fossile Energieträger, um diese wunderbaren Häuser zu betreiben, als sie da am Schluss wieder rausholen. Ich war noch nie da. Okay. Ich würde sagen, wir haben noch Zeit für eine Antwort. Oh mein Gott, jetzt muss man wählen, da drüben ist das Mikrofon schon. Ja, ja, es gibt ja weltweit Nussabbau wegen der Landwirtschaft. Ich soll die Frauen, was eure Projekte Landwirtschaft dazu beitragen, wie für eine Bodenverbesserung und Kulturverbesserung, es gibt auch viele Pflanzen, die den Boden verbessern. Was seht ihr da, was dazu beiträgt für den, also wieder die Humusvermehrung und Bodenverbesserung? Also die Frage ist, was kann man tun, um die Bodenverbesserung voranzutreiben, oder? Ja. Also ich denke, das ist eine Herausforderung, gerade diese Gemüseabonnemente. Also meistens wird Land einzeln gepachtet, manchmal ist es aber auch angeschlossen an einen bestehenden Betrieb, sodass die Nährstoffkreisläufe geschlossen werden können oder integriert werden können in einen Betriebsorganismus. Das braucht eine gewisse Organisation und ist sehr wesentlich. Und jetzt zum Beispiel im Projekt in Thalheim haben wir das so organisiert, dass wir von einem Bauern, der zu viel Mist hat, dass wir von ihm Mist beziehen und er bekommt von uns Gemüse. Wir haben einen Tauschhandel gemacht. Aber dieser Mist muss noch kompostiert werden. Und dafür kommen die Abonnenten beim Mitarbeitseinsatz und helfen uns, den regelmäßig zu wenden. Das ist auch wiederum auch nötig, weil den maschinell wenden zu lassen, sprengt das Budget. Also ist alles ein bisschen miteinander verknüpft. Aber es ist ganz wichtig, das aktiv zu verfolgen. Weil eben, man sieht erst über Jahre hinweg, wenn ein Boden schlecht bearbeitet wird. Und das ist eben manchmal der Gegensatz, den ich sehe, zu dieser Trendbewegung und auf der anderen Seite die Langfristigkeit, die es auch benötigt. Glaubst du mir auch? Es ist Ausbildung, 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 Sensibilisierung, Sensibilisierung, Sensibilisierung auf allen Ebenen und damit Befähigung. Ich stelle fest, mit Thomas Gröbel zusammen, den ich hätte vorhin zitieren oder erwähnen sollen bei meinem ersten Zitat. Wir können Gruppierungen haben von sensibilisierten, bewussten Menschen und wir machen Schulungsanlässe und es wird nicht kompostiert. Es wird der Abfall krüsi-müsi kreuz und quer zusammen. Die möchten zwar, aber die können nicht, weil es noch nicht angekommen ist. Oder? Also nur zum Thema. Kompostieren, respektive Permakultur, Boden, mit den Nährstoffen übersehen, die Kreisläufe schließen, die du sagst, das hat sehr viel mit Actual Doing zu tun, also mit dem eigentlichen, jetzt tue ich das aber und schmeiße das nicht weg. Und das hat sehr viel mit Disziplin zu tun und mit Aufforderung und mit Einschalten, mit Wissen, jetzt ist es soweit. Und Begleitung, also das merken wir, viele, die wollen, können nicht, weil sie keine Begleitung haben. Keine Zeit, also es braucht einen gewissen Rhythmus oder irgendwie ein Eintauschen mit Zeit oder ja, was auch immer. Was verändert bei dir in der dein Essen in der Kläranlage? Ah. Mhm. Ja klar. Ja gut, die Zeit ist leider schon wieder sehr fortgeschritten. Ich würde sagen, wir brechen an dieser Stelle ab, machen Pause und führen dort die Diskussion weiter. Danke vielmals. Thank you.